Ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, am Ende eines sehr ereignisreichen Jahres darf ich nochmals auch mich über diesen Kanal an Sie wenden. Was hätte man alles gedacht im letzten Winter? Wenn der Frühling kommt, haben wir hoffentlich die Corona-Pandemie hinter uns. Und dann muss man natürlich dann auch feststellen, dass wir Probleme haben, wie wir aus Corona herauskommen. Da resultiert natürlich unsere Idee, einen Film aufzunehmen für die ehrenamtlichen Vereine, die Musikvereine, die Gesangvereine. Und es war eine ganz tolle Sache. Da an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die vielen Mitwirkenden. Und es fand sogar Gehör bis zum Bundespräsidenten, der uns eingeladen hat, dieses Projekt dann exemplarisch aus Corona-Zeiten heraus dann auch vorzustellen. Und genau zu diesem Zeitpunkt war dann plötzlich Krieg. Krieg in Europa. Wir wurden alle wachgerüttelt durch den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Komische Überlegungen eines Diktators führten dazu, dass mittlerweile schon ein ganzes Jahr viel Blut vergossen wird auf beiden Seiten und ein unsinniger Krieg, gekoppelt natürlich auch mit sehr vielen Flüchtlingen, die auch bei uns dann auch sehr gut aufgenommen wurden. Auch an dieser Stelle vielen Dank für die vielen Mitmenschen, die hier geholfen haben und auch nach wie vor noch helfen, dass wir hier dieses Leid ein wenig dann auch mildern. Auch sehr viele Spenden sind eingegangen, nicht nur in Geld, sondern auch in Sachspenden. Und auch an dieser Stelle herzlichen Dank bei unseren Feuerwehren, die dann die ganze Logistik übernommen haben, zu sortieren und vor allen Dingen auch noch in Hilfskonvois diese Hilfsmittel auch dann an die ukrainische Grenze zu fahren. Das war sicherlich eine sehr tolle von uns allen, eine große humanitäre Leistung, die wir da erbracht haben. Und wenn das Jahr dann eigentlich nicht schon genug gewesen wäre, kam dann noch im Oktober ein Hackerangriff. Da muss man das einfach aussehen. Wir wurden Opfer von einer hochkriminellen Bande, die natürlich auch mit politischen Hintergründen diese Hackerangriffe starten. Und da sind wir eigentlich froh, dass 99% der Bevölkerung mit einem gewissen Verständnis das begleitet hat und der 1% der Bevölkerung, die besserwisserisch und auch mit klugen Vorschlägen und Ratschlägen nicht unbedingt uns helfen, aber trotzdem, das können wir dann ertragen, weil ein Großteil der Bevölkerung hier dann ein großes Verständnis hat. Und dafür recht herzlichen Dank bei Ihnen, dass Sie auch jetzt gemeinsam mit uns durch diese Situation kommen. An dieser Stelle auch großes Dankeschön an meine ITler und natürlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, die gerade in dieser Zeit noch viel mehr Arbeit hatten, als das mit dem Computer der Fall gewesen wäre. Also das sind natürlich Dinge, die uns jetzt nach wie vor noch beschäftigen. Die werden wir auch in das Jahr 2023 übernehmen. Aber auch was machbar war, Dankeschön an unsere kreisfreien Städte, Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal, an die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, an alle Gemeindeverwaltungen in unserem Kreis, dass in den Bürgerbüros hier die Mitarbeiterinnen waren und Ansprechpartner waren für die Bürgerinnen und Bürger. Das war sehr wichtig und nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns geholfen haben und auch an das Land, an das LKA und natürlich jetzt wollen wir an die Zukunft schauen und wollen dann versuchen, mit einer neuen Architektur dann wieder den Neustart zu versuchen. Ja, was wird 2023 bringen? Ich hoffe Frieden. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass wir gut durch den Winter kommen, trotz Energiemangellage. Aber wir sind keine Hellseher, aber der Haushalt ist genehmigt und da hoffen wir, dass die Schulbaumaßnahmen in Bobenheim-Roxheim, in Maxdorf, Umgehungsstraße, Neubau in Hochdorf-Assenheim und vieles, vieles mehr dann im nächsten Jahr auch umgesetzt werden für unseren Landkreis, für die Infrastruktur, für unsere Kinder, dass wir hier dann auch wirklich etwas Gutes voranbringen können. Das ist also der kleine Ausblick in 2023
und bleibt mir auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Kreisverstand Ihnen allen eine friedvolle Weihnachtszeit zu wünschen, einen guten Rutsch, kommen wir gesund in das neue Jahr und hoffen wir, dass wir auch im nächsten Jahr alle so viel Mut haben und auf eventuelle Ergänzungen bzw. Neuerungen dann auch eingehen können. Das wünsche ich Ihnen und uns allen. Vielen Dank.